Der Eventsieger von Grümnitz steht jetzt neben mir, das ist der Gunnar Asmussen. Gunnar, du bist auch gestern angekommen. Wie sind so für dich die ersten Einschätzungen bezüglich des Spots hier? Ja, ich mag den Spot hier, ich glaube, ich habe hier dreimal gewonnen in den letzten Jahren. Ja, ich hoffe natürlich auch hier wieder gut dabei zu sein. Also es ist ein bisschen mehr Ostsee, ein bisschen aufgewühlter alles. Das liegt mir ganz gut, die Vorhersage ist auch ganz gut. Wir sollen Sideshow-Bedingungen bekommen. Ja, mag ich eigentlich ganz gerne. Wenn du den vierten Titel einfahren willst, jetzt hier in Folge, dann musst du ja wieder mal Vincent schlagen. In Grümnitz hat es noch geklappt. Wie sind die Prognosen dieses Mal? Hast du gute Chancen? Ist definitiv immer schwierig, aber die Chancen sind da. Ich bin, glaube ich, recht fit dieses Jahr. Freue mich auch aufs Duell morgen. Wind, wie gesagt, sieht gut aus. Formula, vielleicht Slalom sogar. Ja, ich bin heiß drauf auf das Duell. Wir drücken dir die Daumen. Was ich nochmal ansprechen muss, dein Material sieht auf jeden Fall extrem geil aus, also von den Farben jetzt. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte dazu verlieren? Sieht nicht nur geil aus, es ist mit Abstand das Beste auch natürlich. Ne? Ich werde ja von Starboard und Severn unterstützt und habe da extrem gutes Material. Kann mich da auf jeden Fall nicht beschweren und ohne das Material würde es auch so nicht gehen, um Events zu gewinnen oder auch im World Cup international vorne dabei zu sein, da braucht man einfach das Beste. Und ich denke, eher großes Material. Ich habe bis 7, 8 jetzt alles am Strand liegen. Schauen wir mal, was morgen kommt und bin auf jeden Fall bereit.